Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, frohes Neues erstmal. Das Jahr 2020 liegt jetzt hinter uns. Ein interessantes Jahr. Ja, wollen wir nicht mehr groß drüber sprechen. Guck mal in die Zukunft. Also, ich habe letztes Jahr dieses kleine Objektiv hier bekommen. Das ist jetzt gerade ein Lumix G9. Das ist das Pergear 35mm f1.2 Objektiv. Also ein sehr, sehr lichtstarkes Objektiv. Ist ein manuelles Objektiv. Das heißt, es hat keinen Autofokus, keine Übertragung von irgendwelchen Daten, keine Korrekturen, nichts. Ein ganz klassisches manuelles Objektiv. Ich habe es jetzt für einige Bilder mal verwendet, so wie es man eben gerade kann, ja, im Lockdown. Und habe mir dann so ein bisschen mein Urteil gebildet. Ich habe jetzt ein paar Punkte aufgeschrieben, Pro und Contra, wo ich jetzt auch gleich drauf kommen werde. Das Teil kostet 130 Euro, ist also sehr, sehr günstig. Ist, glaube ich, ein APS-C-Objektiv. Das heißt, man kann, das gibt es auch für Fuji, für Sony und eben auch für MFT. Mitgeliefert ist so eine kleine aufschraubbare Sonnenblende, die man hier auch jetzt gleich sehen kann, hier im Video. Und ansonsten ist noch ein kleiner Blasebalg zum Sensorreinigen, Objektivreinigen dabei, was ich ganz praktisch finde, wenn man noch keinen hat. Ich habe schon einen. War jedenfalls bei mir dabei, kann sein, dass es nicht immer mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Zufallsbeigabe bei meinem war. Gut. Kommen wir am Anfang mal dazu, klar, der Preis, wollen wir nicht drüber reden, 130 Euro für ein Blende 1.2 Objektiv ist natürlich extrem günstig. Wie man sehen kann, ist es sehr, sehr kompakt gebaut, was ich gut finde. Wenn man fokussiert, dann geht das Objektiv so knapp einen Zentimeter insgesamt raus. Und was ich auch schön finde, ist, dass sowohl der Blendenring als auch der Fokusring sehr, sehr geschmeidig laufen. Das heißt, da hat man keine Probleme und gerade beim manuellen Fokussieren, was man mit dem Ding machen muss, ist das sehr hilfreich, wenn der nicht zu leichtgängig ist, nicht zu schwergängig ist und er reagiert sofort. Also man kann hier sehr, sehr genau fokussieren. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass der noch so ein bisschen länger ist. Das heißt, also einfach der Weg von der kürzesten bis zur Unendlichstellung ist so ungefähr eine Viertelumdrehung von dem Ding. Da hätte ich mir gewünscht, dass es sogar noch ein bisschen mehr ist, also eine halbe Umdrehung oder so. Wäre der ideal einfach, dass man noch ein bisschen genauer fokussieren kann, weil bei 1.2 ist es schon sehr, sehr schwierig, gescheit zu fokussieren. Gut, kompakt und leicht habe ich angesprochen. Es ist komplett aus Metall gebaut, keine Plastikteile oder sowas. Das heißt, es ist sehr, sehr hochwertig, fühlt sich's an, es ist auch nicht zu leicht, aber wie gesagt, das ist ja, wie man sehen kann, sehr, sehr kompakt, hat ein relativ großes hinteres Linsenelement, aber alles hier letztendlich, wie gesagt, aus Metall. Ja, wie gesagt, Fokusring und Blendenring laufen super weich. Beim Blendenring, was mich daran stört, ehrlich gesagt, ist, dass er keine Klicks hat. Das heißt, er ist komplett klickfrei über den ganzen Bereich. Ist für Videofilmen sicherlich sehr, sehr interessant. Aber beim Fotografieren hätte ich mir gewünscht, dass man diese Klicks hat, dass man eben einrasten kann auf den einzelnen Blendenstufen. Hat das Ding jetzt nicht. Ist kein Riesenproblem, aber ja, es gibt auch schon Umbauanleitungen im Netz, wo man letztendlich dann das Ganze auf Klicks doch umrüsten kann, aber dafür muss man schon ein bisschen Kenntnisse haben und das Objektiv mehr oder weniger auseinanderbauen. Gut, kommen wir zu optischen Eigenschaften. Das Bokeh von diesem Objektiv ist sehr, sehr schön. Ja, der Blendenring ist die meiste Zeit rund. Ich blende jetzt nebenher mal ein, da habe ich einfach mal ein paar Lichter, also ein paar Bokeh Balls, wie es so schön heißt, fotografiert und über ein paar Blendenstufen das Ganze. Also das Bokeh ist wirklich, wirklich schön, gefällt mir sehr gut. Einfach dadurch wahrscheinlich auch, dass die Blende die meiste Zeit über relativ rund bleibt und kaum Ecken hat. Man sieht so ein bisschen in dem, während abgeblendet wird, dass da auch Ecken entstehen an den Ringen, Bokeh-Ringen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön und das zeigt sich dann auch letztendlich in den Bildern, die man damit schießt. Ja, was es ebenfalls hat, sind sehr schöne Blendensterne. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Und gerade wenn man relativ stark abblendet, Blende 16 bis 22, ja, das ist Maximalblende, also 22 ist die maximale, dann hat man schon sehr, sehr schöne Blendensterne, sehr klare Blendensterne. Finde ich sehr gut. Es gibt viele MFT-Objektive, die leider keine schönen Blendensterne haben. Und generell kann man sagen, in der Mitte ist die Schärfe relativ gut. Bei f1.2, ich zeige dir jetzt mal ein Bild und zoome mal ein bisschen rein, man hat da nie wirklich eine Rasiermesserschärfe, wie man es von so mancher MFT-Optik gewöhnt ist. Also da muss man schon Abstriche machen, das ist ganz, ganz klar. Ist für mich jetzt kein Mega-Nachteil bei einem Porträtobjektiv und ich sehe das hauptsächlich als Porträtobjektiv an. Ist es einfach so, dass man keine hundertprozentige Superschärfe braucht, aber natürlich muss man sich davon verabschieden, dass das Ding so scharf ist wie irgendein Olympus F1.2 Pro Objektiv oder sowas, die aber auch letztendlich halt das Zehnfache davon kosten. Gut, das wäre es mal so von den positiven Punkten. Ja, positiv, negativ, also chromatische Aberration hat es relativ ausgeprägt, es geht aber noch dafür, dass es F1.2 ist. Man kann sie sehr, sehr gut korrigieren in Lightroom oder in einem anderen RAW-Converter, kann man die dann einfach letztendlich entfernen. Also es ist nicht so, dass die überhaupt nicht zu managen sind, aber man sollte schon darauf achten. Natürlich wird hier nichts korrigiert, was kommt dazu? Also es ist bei dem Objektiv werden keine Verzerrungen korrigiert, chromatische Aberration automatisch korrigiert, was ja sonst in den MFT-Objektiven, die eben einen Anschluss, Elektronikanschluss haben, also die ganzen nativen Objektive, was ja da der Fall ist. Also da werden ja die ganzen Bildfehler letztendlich gleich in der Kamera entfernt sozusagen. Gut, keine Klicks bei der Blende, habe ich schon angesprochen gehabt. Für manche positiv, für manche negativ. Ich fand es jetzt nicht so gut letztendlich. Schärfe bei F1.2 habe ich geschrieben als Negativpunkt. Wie gesagt, es ist nicht rasiermesserscharf. Das ist ganz klar. Es wird dann so ab 2,8 Blende ziemlich scharf, aber in der Mitte nur, komme ich gleich drauf. Und so ab Blende 8 geht das Ganze wieder bergab mit der Schärfe. Also da kommt dann einfach ins Spiel, dass man nicht zu stark abblenden sollte, aber das weiß man ja. Ja, also gerade bei MFT-Objektiven blende ich eigentlich, wenn ich nicht unbedingt muss, nie mehr als F8 ab. Schärfe im Randbereich. Ich habe jetzt mal drei Beispielbilder bei F1.2, bei F4 und bei F8 zeige ich dir von meinem Garagentor. Ich bin eigentlich nicht so der Garagentorfotograf, aber in dem Fall konnte man das ganz gut verwenden, um das mal so ein bisschen zu zeigen. Man sieht, dass bei F1.2 und auch bei Blende 4 im Randbereich die Schärfe noch relativ schwach ist. Und zwar in allen, also allen Ecken. Das ist jetzt nicht nur eine Ecke, die schlecht ist, sondern generell sieht man das. Ja, bei Blende 8 ist es dann okay. Auch noch nicht super scharf. Ja. Also, was zum Thema Schärfe zu sagen, ist klar. Ich meine, wir haben hier ein Objektiv für 130 Euro. Da braucht man nicht erwarten, dass es hyperscharf ist. Und für den Anwendungsbereich, den ich persönlich damit eben anstrebe, also hauptsächlich Porträtfotografie oder vielleicht mal irgendwelche Themen, wo man einen wunderschönen Bokeh-Effekt haben will, da ist das okay, weil der Randbereich dann sowieso in der Unschärfe verschwindet. Für Architektur oder all sowas vergisst das Objektiv. Ist einfach nicht passend dafür. Also du willst immer Blende 8 abblenden, aber da kannst du jedes andere Objektiv nehmen, das dann bei Blende 8 eben sowieso auch schon scharf ist oder vielleicht schon bei Blende 4 überall komplett scharf ist. Also dafür ist es weniger. Was noch kommt an Negativpunkten ist extremes Fokuspumpen. Das blende ich dir mal ein. Das heißt, wenn ich fokussiere, verändert sich der Bildausschnitt sehr, sehr stark. Das heißt, die Brennweite sozusagen wird durch den Fokus auch noch beeinflusst. Das ist ein bisschen schade, gerade bei Video Aufnahmen, was man damit theoretisch natürlich auch ganz schön machen kann, weil man da oft auch manuell fokussiert. Ja, muss man auch dran denken. Wie gesagt, ist einfach nicht korrigiert. Da ist nichts über Software oder so korrigiert. Es ist auch optisch wahrscheinlich nicht allzu stark korrigiert. Und Verzerrung ist natürlich auch
vergleichsweise stark, weil auch hier eben keine Korrektur erfolgt in der Kamera und natürlich das Objektiv viel zu klein ist für so viele Linsen, die dafür notwendig wären, um eine komplette optische Korrektur letztendlich vorzunehmen. Gut, das wären mal so ganz grob meine ganzen Punkte zu dem Teil. Ein Fazit will ich dir nicht vorenthalten. Ich finde es für den Preis sehr, sehr gut. Es hat eine halbwegs angenehme Schärfe, schon bei 1,2. Man darf nicht erwarten, dass es hier hochwertige Mega-Schärfe liefert. Das ist ganz klar. Also man darf das Ding nicht überschätzen. Sobald man dann abblendet auf 2,28, hat man schon eine sehr, sehr gute Schärfe in der Mitte. Randunschärfen eben nicht. Sollte man bedenken, dass man da relativ starke hat. Für wen ist es interessant? Für alle, die ein günstiges Porträtobjektiv suchen und gerne manuell fokussieren. Das muss man ganz klar dazu sagen. Es ist ein manuelles Objektiv, das ist nicht jedermanns Sache. Meine Sache war es auch nie so sehr manuell zu fokussieren. Ich finde es aber manchmal ganz cool, weil einfach mal so ein bisschen ruhiger fotografiert, nicht schnell, zack, 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 10 Bilder raushauen, sondern einfach sich darauf konzentriert. Man muss mit der Fokuslupe arbeiten oder mit Focus Peaking natürlich, wobei die Lupe trotzdem noch mal ein bisschen akkurater ist. Ich habe nie immer hundertprozentig die Schärfe getroffen. Bei 1,2 war einfach bei so typischen Porträtabständen da ist der Schärfebereich extrem gering. Ja. Das sieht man dann in der Lupe, wenn man sich nur ein bisschen vor- und zurück bewegt, hat man sofort den Schärfepunkt verlagert. Also das sollte man klar wissen. Für alle, die jetzt eher ein schnelles Porträtobjektiv suchen, empfehle ich ganz klar das Olympus 45mm f1.8 Objektiv. Das ist da super. Es hat einen sehr guten Autofokus, sehr gute Bildqualität für die Größe. Also schlägt dieses Objektiv in sehr, sehr vielen Belangen. Nur, dass das eben auch f1.2 letztendlich runtergeht. Wie gesagt, Fazit also. Mal anschauen. Wenn du gern manuell fokussierst, ist es ein Objektiv, das auf jeden Fall wert ist, mal angeschaut zu werden. Und für alle, die jetzt eher Autofokus-Leute sind, ist das kein Objektiv. Ist einfach so. Gut, das wäre es mal zu dem Pergier 35mm f1.2. Ich verlinke es dir auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung, das Teil, dann kannst du das mal ansehen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao!